Ja, moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem literarischen Special von Sylt. Was haben London, Prag, Regensburg und die kleine norwegische Gemeinde Bergen gemeinsam? Nun, sie liegen alle ungefähr 650 bis 680 Kilometer von Sylt entfernt. Und das stimmt, das ist die absolute Wahrheit. Mein Blick geht dabei nach London, denn in England wird heute am 7. Juli der Tag der Wahrheit gefeiert. Ist doch ein interessanter Aktionstag, oder? Ich habe mich mal auf Spurensuche auf Sylt begeben, was hier mit Wahrheit zu tun hat. Und da bin ich auf das Gegenteil gestoßen. Auf die Oke-Boysen-Brücke, die unter Syltern als Lügenbrücke bekannt ist und die ihr hinter mir seht. Ja, die Wahrheit, die Lüge. Große Themen, große Dimensionen. Die Lügenbrücke hinter mir, die soll übrigens zusammenbrechen, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Und genau das möchte ich gleich ausprobieren, wenn ich ein Gedicht von Tucholsky vorlese, in dem es auch um die Wahrheit, naja, nicht um die ganze Wahrheit geht, um die diskrete Wahrheit, möchte ich mal sagen. Denn gerade bei dem heiklen Thema des Lügens wird sehr gerne mit Beschönigungen gearbeitet und man spricht dann eher von Flunkern, von Täuschen, von Schummeln. Ja, Wahrheit und Lüge. Und so heißt auch das Gedicht von Tucholsky Diskretion. Diskretion von Kurt Tucholsky. Dass Josephine eine schiefe Nase hat, dass Karlchen eine schwache Blase hat, dass Dr. O, was sicher stimmt, aus einem dunklen Fonds sich Gelder nimmt, dass Zempels Briefchen nur zum Spaß ein Spaß ist und dass er selbst ein falsches Aas ist, in allen sieben Lebenslagen. Das kann man einem Menschen doch nicht sagen. Na, ich weiß nicht. Dass Willi mit der Schwester Rudolfs muddelt, dass Walter mehr als nötig sich beschmuddelt, dass Eugen eine überschätzte Scharisch, dass das Theater, dieser Reim wird larsch, dass Klosch Talent mit allem, was er macht, nicht weiter reicht als bis Berlin W8, dass die Frau Doktor eine Blähung hat im Magen. Das kann man einem Menschen doch nicht sagen. Na, ich weiß nicht. Man muss nicht, doch man kann. Die Basis unseres Lebens ist Schweigen und Verschweigen. Manchmal ganz vergebens. Denn manchmal läuft die Wahrheit ihre Bahn, dann werden alle wild, dann geht es Zahn um Zahn. Und sind sie zu dir selber offen, dann nimmst du übel und stehst tief betroffen. Die Wahrheit ist ein Ding, hart und beschwerlich, sowie in höchstem Maße feuergefährlich. Brenn mit ihr nieder alles, was da morsch ist, und wenn's dein eigener Bruder Schorsch ist. Beliebt wird man so nicht. Nach einem Menschenalter lässt man von Dr. O und Klosch und Walter und lässt gewähren, wie das Leben will, und brennt sich selber aus und wird ganz still. Na, ich weiß nicht. Ja, ihr Lieben, ihr seht, die Brücke hat gehalten, also Tucholsky hat nichts als die Wahrheit gesagt. Und dass Wahrheit und Lüge mitten im Leben liegen, das merken wir auch daran, dass die Aktionstage so kunterbunt gemischt sind im Jahr. Gestern hatten wir noch den Tag des Kusses und morgen, da gibt's Literaturtipps aus der Bücherei, aus der Sylt-Bibliothek. Ja, ich danke euch ganz herzlich für euer Zuschauen und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.